Das alte Städtchen Wernigerode am Nordhang des Harzes im Tal gelegen, müsste nach der Grenzöffnung eigentlich das Mekka der Schmalspurfreunde werden, gemessen an der Vielfalt dessen, was man hier glücklicherweise an erhalten gebliebener Schmalspurromantik erleben kann. Meist drängen sich hier mehrere Dampflokomotiven gleichzeitig beim Kohle- und Wasserfassen, beim Rangieren, Abschmieren und vor der kleinen Drehscheibe. Wernigerode liegt an der Normalspurstrecke Halberstadt-Stapelburg. Östlich des Bahnhofs liegt ein moderner Busbahnhof. Südwestlich ist der Schmalspurbahnhof angegliedert. Wernigerode, die bunte Stadt im Harz, ist eine vielbesuchte Perle, auch der Bahn wegen und mit der Bahn. Die Bahn ist ein wesentlicher Teil Wernigerodes, führt sie doch quer über Kreuzungen, wie hier am Westerntor, wo sich Züge wie Straßenbahnen gebärden, durch Ampelanlagen gesichert. Der Personenbahnhof, einige Lokschuppen, die Versorgungsanlagen und die Drehscheibe liegen dicht nebeneinander. Zero heißt Sekundärrohstoffe.